Hallo zusammen und es geht mal wieder weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Ich muss als Tagesherausforderung mal wieder Truhen und Moonkisten looten, diesmal in Sweetie Sands. Da ich sowas ganz gerne mache, freut mich das, dass das heute wieder der Fall ist und ich euch einen guten Weg zeigen kann, wie ihr schnell an Kisten und Truhen kommt. Der beste Weg für alle die, die nicht im Main House landen wollen oder in den kleinen Häusern davor, ist es, bei der kleinen Eisdiele auf dem Steg zu landen, denn dort sind oft auf dem Dach zwei Moonkisten, eine Etage tiefer eine Truhe, eine Moonkiste, noch eine Etage tiefer dort, wo es das Eis gibt, mindestens eine Truhe, wenn nicht nur eine Moonkiste. Und im Erdgeschoss, also sprich auf Wasserniveau, befindet sich meistens auch eine Moonkiste, eine Truhe und es ist sogar noch ein Eisautomat mit Heilfischen zu finden. Danach kann man den Steg weiterlaufen und findet in beiden Holzhäusern auch noch zwei Truhen, beziehungsweise einen Eisautomat und eine Truhe. Und damit ist die Herausforderung ja eigentlich schon erledigt. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ist unter mir ein Gegner gelandet, aber kämpfen möchte ich jetzt nicht. Ich loote jetzt schnell die Truhen und kämpfen kann ich dann ja immer noch. So, ein Landespot und Herausforderung erfüllt, aber ich loote jetzt wie versprochen ein bisschen weiter. Auch wichtig bei diesen Loot-Aktionen, wenn es diese Herausforderung gibt, immer schön öffnen und nicht zerhauen, denn ansonsten zählt das nicht. Die Kisten müssen, wie gesagt, geöffnet werden. Die Truhen und Eisautomaten natürlich auch. Gleiches gilt für die Lamas. Und eventuell, wenn es denn gibt, die Loot-Drops. Jetzt höre ich wieder einen Gegner, auf den habe ich überhaupt gar keinen Bock. Und mein Handy klingelt. Ja, jetzt muss ich hier mich entscheiden, was ich tun werde. So, das soll es dann hier aber erstmal gewesen sein. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss bis zur nächsten Folge. Macht's gut.